Moin Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo auf dem Kanal. Ja Freunde, heute möchte ich für euch die Golden Sky Raketen testen. Die habe ich im Norma gekauft für 7,49 €. Die gab es jetzt hier bei uns im Norden, weil im Süden gab es glaube ich die Ringraketen. Also auch mal eine coole Sache für den Norden hier, Freunde. Es sind 5 Goldraketen drin, also eine weniger als wie im Goldrausch-Raketensortiment. Sind auch ein Stückchen kleiner. 7,49 € haben die Raketen gekostet. Ja, was sagt die NEM, Freunde? Die NEM sagt, dass wir 94 Gramm haben. Die Goldraketen hatten 119. Aber naja, ich würde sagen, die Effekte sehen doch ganz amüsant aus. Natürlich ist es klar, dass sie wieder nicht die sind. Wäre sonst ja echt mal ein Fortschritt bei der Pyrotechnik. Die Leute zumindest verpacken hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich draußen wieder, wenn wir die Golden Sky für euch testen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Testvideo. So Freunde, jetzt hier die Gold Willow aus dem Golden Sky für euch. Viel Spaß, ich bin gespannt. Goldraketen von Wekom ist auf jeden Fall ziemlich überzeugt. Wow. Alter. Ziemlich schön. Jetzt machen wir hier eine Prokat, ne? Prokat, machen wir gleich 2 mit Emma. Ich bin halt 3. Na gut, dann wurde halt doch nichts draus. Ja, ziemlich schön, ne? Ja. Jetzt hier nochmal eine Golden Prokat und noch eine Golden Prokat. 2 Stück mit Eimer. Wunderbar, jetzt hat es wunderbar geklappt. Das wird schön. Und dann als nächstes nochmal eine Gold Willow. Ah, schöne Rakete. Und die letzte Willow. Gold Willow, genau, Freunde. Fahrzeuge machen auf jeden Fall langsam schlapp, aber richtig top Wetter, also eigentlich heute zu Silvester. Wunderschön, Freunde, wunderschön. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Golden Sky-Raketen. Und ich muss ehrlich sein, Jupyro, was sagst du zu der Meinung? Golden Sky-Raketen 7,49 € für die ganzen hier? Ich bin kein Freund von Sky-Raketen oder besser gesagt Goldraketen. Deswegen gefällt mir nicht so, aber wenn man es mag, kann man sich bestimmt auch holen. Ich persönlich bin ja ein Fan von Goldraketen und finde die eigentlich ziemlich geil. Ja, wir werden dann natürlich auch noch für euch zum Vergleich die Goldraketen vom Lidl testen. Mal gucken, wir werden dann natürlich in die Kommentare schreiben, welche sind besser abschließen. Ich glaube ganz ehrlich, es werden die vom Lidl sein. Ja, sind aber auch 1 € teurer, man hat eine Rakete mehr. So, da hoffe ich jetzt, das Golden Sky Testen hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.